Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich Tamdhu aus einem Refill Hogshead. Wow! Wir kennen Tamdhu natürlich mit einem Sherry, aber die haben früher, die gehörten denn zu Addington Gruppe, haben sie natürlich auch mehr produziert, als sie selbst benutzen könnten. Deshalb wurde dann auch Bourbonfässern abgefüllt. Und das ist hier eine seltene Abfüllung von Tamdhu, 18 Jahre. Mit einem Refill Hogshead. Whiskey Base Nummer 106325. Und das ist der Fassnummer HL14483. Falls irgendjemand was dazu sagen kann zu dieser Fassnummern, das würde mich interessieren. 1999 destilliert und 2017 abgefüllt. Das heißt, diese Flasche ist irgendwo seit 4 Jahren gewesen. Es gibt 161 Flaschen davon. Das finde ich relativ viel, 18 Jahre. Und dann dort aus ein Hogshead. Hogshead ist dann tatsächlich 250 Liter, naja, geht. Und 50,4 Alkohol bei Volumen, also Alkoholstärke. 103,90 €, nicht unbedingt sehr teuer. Wenn man sogar, was heißt nicht sehr teuer, aber 18 Jahre Tamdhu ist dann da okay. Was ich ganz, ganz interessant finde, ist tatsächlich, wenn man zu Whiskey Base hingeht, da ist zwar ein Bild denn davon, aber nur 4 Leute haben Bewertungen abgegeben, irgendwo zwischen 84, 85 und 86, sehr konstant. Und es gibt aber keinen Shops, die es verkaufen in Deutschland. Wo habe ich meine Flasche her? Ich habe bei prowhisky.de tatsächlich diese Whisky gekauft. Ich habe auf diese Liste gefunden und ich fand es ganz gut. The First Editions ist die Premium-Sektor, vielleicht noch nicht mal super Ultra-Premium, aber Premium-Sektor von Hunter Lang. Das heißt Single Barrel, das heißt Fassstärke, das heißt Natural Color, also kein Farbstoff hinzugetan, keine Kältefiltrierung. Und die machen dann Hunter Lang mit der First Edition seit 2010. Andrew und Scott Lang haben sich getrennt von Douglas Lang, friedlich und so weiter. Und dann gingen sie unterschiedliche Wege. Ja, mehr Informationen ist hier nicht drauf. Es gibt Tasting Notes, die werde ich nachher mir anschauen. Aber ich will erstmal meine eigene Meinung dazu machen. Ich finde, die Flasche sieht halbwegs edel aus mit dem roten hier Fähnchen da drauf geklebt. Also man kann es zwar abziehen und so weiter, aber das ist einfach draufgeklebt unter der Etikett hier oder unter der Kapsel, was denn da einfach der Verbraucherschutz garantiert. So, was haben wir hier? Ich habe eine 21 Jahre alte Glenmorey, die ich im gleichen Zusammenhang hier gekauft habe. 124 €. 95 und 2016 abgefüllt. Das ist hier 99 und 2017 abgefüllt. Also bei ProWine findet man ProWine. ProWhisky. ProWine ist die Messe, auf der ich noch nie war, aber hoffentlich bald sein darf. 2022 hoffen wir alle, dass solche Sachen dann wieder stattfinden kann. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also gute Flaschen hier. Also ja, das habe ich gerade verkehrt gemacht, aber macht nichts. ich habe bisher nichts eingeschenkt, ja, also, so, sehr gut, dann haben wir das hier und da ich eine Befürchtung habe, ich habe die Befürchtung, dass ich das eingeschenkt habe und das obendrauf, werde ich einfach neues Glas hier nehmen, der dafür vorgesehen war und schmeiß das da rein, weil die Menge an Whisky hier ist mehr, als ich mir normalerweise einschenke. Jason, Jason, Jason. Okay, gut. So, ich klang wie meine Mutter. Jason, Jason, Jason. So, farblich tun sie sich echt nicht viel. Allerdings, der Tamdhu ist ein kleines bisschen dunkler. Könnte ich mir vorstellen hier. 18 versus 21. Also, viel Vanille. Leichte Pinienkerne. Ein gutes, schönes Zitrusholz. Möbelpolitur, also richtig, richtig schön. Nicht oft kriegt man ein Tamdhu aus einem Bourbonfass und das erfreue ich mich. Ich habe ein Video bei mir drauf, das ist ein vom Wille Kontor. Habe ich auch ein Tamdhu Fass, ein Sample bekommen und das habe ich mal auch vor 2, 3 Jahren dann hier gemacht. Das war das einzige andere Tamdhu, den ich glaube ich bewusst hatte aus einem Bourbonfass. Vielleicht hat SMWS irgendwas gehabt, was ich nicht gespeichert habe, denn da. Mehr
Ricola. Mehr Schweizer Wiesenoten hier beim Glenmorangie. Und hier mehr Vanille und leichte, auch hier Melonennote. Schön, beide sind schön. Ich liebe gut gereifte Bourbon oder Refill Hogshead oder einfach mal ein Bourbon Barrel, der schon einmal in Amerika mindestens einmal in Schottland benutzt wurde. 18, 20 Jahre liegen lassen. Lecker, lecker, lecker kann das werden. Mein Wunsch ist es, irgendeinen Abfüller zu finden, der tatsächlich einfach mal 10, 20 verschiedene Distillerien hat, die alle so ähnliche Eckdaten hat. Am liebsten wäre alles dann aus dem Jahr, vom Jahr aus 1996 bis 2020, keine Ahnung. Am besten wäre alles 20, 21 Jahre alt, so von 99 bis 2020. Alles Fassstärke, alles Refill Hogshead und alle 21 Jahre alt. Und dann kann man die besser miteinander vergleichen. Dann lernt man hier der Tamdhu Distillery Charakter. Hier lernt man dann der Glenmorangie Distillery Charakter. Denn da, was passiert? Weil der Fass hat viel Einfluss, aber die sind ähnlich aufgestellt. Und so etwas fehlt mir. Falls jemand einen Tipp hat, wo ich genau eben diese Flaschen bekommen kann, würde ich sogar auch ein Tasting auch gerne machen mit ein paar Leutchen online. Fruchtiger, eindeutig fruchtiger der Glenmorangie. Okay, wir sind hier tatsächlich bei 50,4%. Hier sind wir bei 51,9 bei der Glenmorangie. Interessant, dass der Ältere immer noch mehr Alkohol hat als die Jüngere. Da war die Engel gar nicht so gierig. Hier waren wir bei 102 Flaschen aus einem Refill Hogshead. Hier waren wir tatsächlich aus 161. Also praktisch 50% mehr waren noch im Fass drin. Das heißt, entweder war der Fass ein bisschen vielleicht dicker, vielleicht einfach andere Location. Mehr Angel Share heißt mehr Wärme häufig und so weiter. Also, das ist auch interessant zu sehen, wie das ist. Eine Frage, die ich nicht beantworten kann bisher, ist: Gibt es manche Distillerien, die anhand von ihrer Spirituosen mehr Angel Share haben? Weil. Ich sage einfach mal, man nehme, was es nicht gibt, zwei identische Fässer. Es gibt in Amerika Untersuchungen, wer ein Fass aus dem unteren Teil von meinem Baum vergleicht mit einem Fass aus dem oberen Teil des Baumes, die schmecken anders. Also das fand ich am gleichen Baum, nur unten und oben schmeckt anders. Also das hat mich absolut hier ja, einfach mal, also Naturprodukt, ja, aber. Gleicher Baum. Okay, also geschweige denn neue Orte, neue Sachen und so weiter. Terroir bei Bäumen gibt es. Terroir gäbe es denn bei Fässern und so weiter. Buffalo Trace Single Cask Oak Edition, glaube ich, heißt es denn da. Die haben denn da super schöne wissenschaftliche Arbeiten gemacht. Okay, was wollte ich jetzt hier sagen? Wenn man identische Fässern hätte, und dann würde man einfach mal an dem gleichen Ort, zum gleichen Zeit, zwei Whiskys nebeneinander reifen lassen würden. Eine von Glenmorangie und eine von Tamdhu. Würde eine Distillery mehr Angel Share erfahren, weil der Destillat anders ist? Das war die Frage, die ich hatte, die ich, glaube ich, niemand bisher beantworten kann. Eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Naturprodukt. Okay. Gut, Tamdhu, 1999, the first edition. Cheers. Oh ja. Kleines bisschen zu scharf. Nicht zu scharf. Es ist ein kleines bisschen Alkoholstich am Ende. Nee. Es hat von dieser Perfektion ein paar Punkte abgezogen. Ja. Also der 21er Glenmorangie war gut, aber der Tamdhu 18 ist richtig gut. Wow. Zwei Minus gut. Das war ein 3 Plus mit Wasser und das ist eher ein 2 Minus ohne Wasser. Schön. Da möchte ich einfach so sehen, was zwei Tropfen Wasser hier tun. Farblich. Keine Ahnung, ob da, ich merke, okay, gut. Der Tamdhu ist tatsächlich, finde ich,
ein bisschen dunkler, also leicht, aber schon. Das heißt, dass der Refill Hogshead hier von der Glenmory war vielleicht schon First Fill, Second Fill, also Third Fill, drittes Mal benutzt im Leben. Und das war vielleicht nur zum zweiten Mal benutzt, ja. Also man würde sagen, ein First Fill Hogshead, ein Second Fill und das wäre Third Fill. Wer weiß, wer weiß. Oh wow, der ist gut. Und wenn ich mein Experiment mir wünschen würde, wäre genau eben das, nicht ein First Fill Hogshead, sondern ein Second Fill Hogshead. Und dann jeweils 21 Jahre liegen lassen und dann und probieren und schauen, wie der Destillat sich denn da entwickelt. Gut, ich weiß, ich darf Wünsche haben. Ob die erfüllt werden, werden wir so sehen. Fruchtige Noten, aber allgemein im Gesamt würde ich sagen, Wasser hat diese Whisky hier nicht unbedingt verstärkt, sondern einfach, wie es manchmal so ist, verdünnt. So, es steht hier drauf, das ist kleiner als das vorhin. Also ich habe hier leider meine Lupe. So, Vanille, Toffee und Apfel an der Nase mit einem verschiedene Schichten und Komplexität, das wir erwarten würden von meinem Speyside-Malt von diesem Alter. Mundfüllende, intensive Noten von Sommerfrüchten, mehr Vanille und ein beautiful touch of süße Eiche, kombiniert mit einem weichen und fast subtile Hauch von Peat Smoke. Ich habe keinen Peat Smoke. Okay. Lasting, an der langen zufriedenstellende Finish. Ein perfektes Beispiel von einem gut gealten Single Cask von The Unsung Hero, von der nicht anerkannten unter dem Radar fliegende Speyside Distillery in namens Tamdu. Rauch? Also jetzt bin ich hier absolut, also Jason geht auf Entdeckungsreise hier. Whisky Jason ist rauchblind. Was leichte Rauch angeht. Ich weiß, Tamdu hat ganz leichte Rauch. Ich weiß, Kragenmoor hat ganz leicht Rauch. Aber dass Tamdu auch leicht Rauch hat, ist mir nicht bewusst. Und auch wenn es nur 1 oder 2 ppm wäre, ist das immer noch da. Nee. Aprikosen. Vanille. Zitrus. Alkohol, aber absolut kein Rauch, was ich merken kann. Weder Barrel Char noch getorftes Moment. Okay, interessant. Wenn Sie draufschreiben, offenbar wissen Sie mehr als ich. Nice. 2 minus. Preislich 100 und 3 Euro, 18 Jahre Tamdu. Einzigartigkeit. Ja, wie viele Bourbon gereifte Tamdus hast du schon im Glas gehabt, die fast stärker als 18 Jahre alt war? Ich würde tippen, kaum. Deshalb preislich. Ich finde die First Edition Abfüllung, zumindest die beiden, die ich hier auf dem Tisch habe, nicht überteuer. Ich finde die okay. Ich finde sie vom Markt heute absolut sogar auch gerecht und zum Teil sogar fair. www.prowhisky.de, keine Ahnung, ob sie überhaupt an Verbraucher oder ob es einfach nur ein B2B-Business, ein Großhändler ist. Ich glaube, man kann schon Flaschen sehen ohne Preis und so weiter. Da werde ich wahrscheinlich irgendwie ein paar noch kaufen, weil mich hat diese Sache hier richtig gut getan. Ich fand beide sehr, sehr schön. Auch wenn es total unbekannten Whisky sind hier, also keine Hyper-Hyper-Marken oder sonst was, schmecken die beide relativ gut. Nochmal ganz kurz zu meinem Glenmory 21. Fruchtiger an der Nase, aber das ist einfach ein Gesamtpaket, ein bisschen besser.
Und hier beißt der Alkohol auch ein bisschen schärfer. Mit Wasser wird er öliger und butteriger. Der entwickelt sich nach hinten. Und hier ist vom Anfang an und dann. Gut. Sehr schön. Okay, Frage des Tages war Tamdu. Was gefällt dir gut vom Tamdu oder vom Ian McLeod? Ist das, das ist Tamdu, das ist hier Glengoyne und das ist mittlerweile auch. Haben Sie nicht ein drittes schon gekauft? Oder haben Sie einfach nur Ihre verschiedene. Nee, die haben nur die beiden Destillerien. Gut, Ian McLeod. Gut. Sehr, sehr gut. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Beide diese Flaschen wurden geteilt, auch gänzlich durch meine WhatsApp-Flaschenteilen-Gruppe. Da musst du reinkommen. Link ist unten. Dann könnt ihr auch mit dabei sein bei meiner Flaschenteilungen. Mein Plan oder mein Ablauf ist: Ich kaufe die Flasche, ich mache ein Verkostungsvideo, ich teile sie, die kommen dadurch weg und ich habe nicht unbedingt hunderte, hunderte von Flaschen. Jeden Tag kommt ein Video raus, das heißt 7 Tage in der Woche, das heißt praktisch 30 Tage im Jahr, im Monat, das heißt 365 Verkostungsvideos und ich würde nie im Leben, ich trinke hier und das war's. Und so ist das bei meinem Jagd nach den neuen Geschmacksrichtungen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr einfach auch dabei seid, dass ihr kommentiert, dass ihr einfach mal mit auch macht. Vielleicht auch beim einem Blind Tasting am Wochenende oder auch bei meinen Livestreams jeden Sonntagabend. Da könnt ihr auch gerne einfach diese Interaktion haben. Und wer mehr Community-Gedanken haben möchte, habe ich einfach einen Superfan. So heißt das, denn der Bereich, in dem ihr reinkommt, in dem ihr zu Patreon hingeht, Link ist unten, einfach mal 1 € im Monat hier einfach mal spendet, damit ihr da reinkommt. Das ist eher eine anerkennende Beitrag und nicht unbedingt ein reich machender Beitrag. Oder auch hier bei YouTube mit 1,99 im Monat auf Member, auf Mitglied werden. Und dort könnt ihr auch dabei sein. Und da habt ihr viele, viele Austausch und viele, viele Vorteile. Es lohnt sich, dabei zu sein. Whisky Jason, ich sage Dankeschön. Bis dahin. Ciao.